Energiemangel, schlapp, müde, träge und das auch bei Schilddrüsenproblemen. Vielleicht fehlt da irgendwo ein Mikronährstoff namens Q10. Q10 hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Mikronährstoff, ein Vitaminoid, also so eine vitaminähnliche Substanz in deinem Körper. Möglicherweise fehlt dir. Zusammenhang erkläre ich dir gleich. Ich bin Coach Thorsten. Ich helfe Frauen dabei, Schilddrüsenprobleme zu reduzieren, Schilddrüsensymptome deutlich runterzubringen und beschäftige mich sehr viel mit der hormonellen Situation drumherum und letztendlich natürlich auch mit den Mikronährstoffen, die an verschiedenen Prozessen im Körper beteiligt sind. Heute geht es um Schilddrüse, um Q10 vor allem. Q10 hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, gelesen. Das ist auch so ein Mikronährstoff, der in vielen verschiedenen Präparaten immer mal zu finden ist. Aber was macht das Ganze überhaupt? Q10 ist eigentlich der Stoff, der in den Körperzellen Energie produziert. Wenn du dir vorstellst, du hast hier eine Körperzelle und in jeder Körperzelle findest du ganz, ganz viele Kraftwerke, sogenannte Mitochondrien. Es sind relativ viele in so einer Zelle vorhanden, das können Tausende sein. Ich zeige jetzt nur mal eine beispielhafter. Und in dieser Mitochondrie, in diesem Kraftwerk, wird Energie produziert. Das heißt, da oben kommt die Ausgangssubstanz rein, also Kohlenhydrate, Fette oder manchmal auch Eiweiße, die in die Zelle wandern. Das heißt, das sind die Makronährstoffe, die du kennst, die sind natürlich zerkleinert und auf molekularer Ebene kommen sie da rein. Hier wird in verschiedenen Stufen werden hier chemische Prozesse durchgeführt und am Ende kommt hier Energie raus. Energie in dem Körper ist die Energie als sogenanntes ATP vorhanden. Falls du das mal gehört, gelesen hast, ist aber erstmal nicht so wichtig. ATP ist erstmal so die Währung, die Universalwährung in deinem Körper, mit der Körper Energie produziert. So, also, Energie kommt da unten raus. Ich hoffe, du kannst es noch sehen auf dem Video. Also, da oben kommt Ausgangssubstanz in die Körperzelle, in den Kraftwerken der Zelle wird Energie produziert und hinten kommt Energie raus. Und was hier in der Kraftzelle, in den Kraftwerken benötigt wird, ist eben Q10. Das ist ja so das Enzym, der Katalysator, der diesen ganzen Prozess überhaupt erst möglich macht. Der Körper produziert Q10. Q10 ist dann an der Energiebereitstellung in den Kraftwerken, in jeder Körperzelle, die in deinem Körper Energie produziert, maximal wichtig. Nur was ist Q10 oder woraus wird Q10 wiederum gemacht? Cholesterin und L-Tyrosin, das sind die zwei Ausgangssubstanzen, aus denen Q10 produziert wird. Cholesterin kennst du, ja? Das ist immer so dieses Schreckgespenst, was bei manchen Ärzten leider immer noch verbreitet ist. Bloß keinen hohen Cholesterinspiegel haben. Dabei ist Cholesterin eigentlich was Positives in deinem Körper. Ungefähr 90% von Cholesterin wird in deinem Körper selbst gebildet und ist die Ausgangssubstanz für ganz viele andere Dinge. Aus Cholesterin wird zum Beispiel Vitamin D gebildet, ganz viele Hormone werden daraus gebildet und eben in dem Fall auch das Q10. L-Tyrosin, da kommt jetzt das Bindeglied zum Thema Schilddrüse, hast du vielleicht auch schon mal gehört. L-Tyrosin ist eine Aminosäure, also ein Eiweißbestandteil, der auch im Stoffwechsel der Schilddrüse eine maßgebliche Rolle spielt. Und das wiederum ist auch eine Ausgangssubstanz. Aus Cholesterin und Tyrosin wird Q10 gebildet. Aber aus Tyrosin wird noch was anderes gemacht. DOPA. DOPA steht jetzt für Dopamin. Das ist so das Antriebshormon. Und da gibt es noch Adrenalin, Noradrenalin. Ich kürze es jetzt nur kurz ab. Das heißt, Tyrosin ist auch wiederum die Ausgangssubstanz für Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin. Das heißt, Tyrosin brauchst du, um Antrieb zu haben, um Energie zu haben. Das sind ja so die Stresshormone hier unten, Dopamin,
auch das Hormon, was letztendlich Energie bereitstellen kann. Irgendwann kommt auch noch Cortisol, das hat in dem Stoffwechsel jetzt auch weniger zu tun. Das heißt, Tyrosin ist ja auch wiederum mit für die Energie verantwortlich. Was dir in Schilddrüsenverbindung jetzt auch wiederum, oder was du jetzt wahrscheinlich auch wieder kennst, ist das Tyrosin, weil das wiederum wird auch für die Schilddrüsenhormonbildung benötigt. Da haben wir die Schilddrüsenhormone T3, T4, die kannst du bestimmt auch, wenn du dich ein bisschen mit der Schilddrüse beschäftigt hast oder meine anderen Videos schon geschaut hast. Das sind so die wichtigsten Schilddrüsenhormone. Und für die Bildung dieser Hormone brauchst du L-Tyrosin. L-Tyrosin, wie gesagt, ist eine Aminosäure, keine essentielle, der Körper kann diese selbst bilden. Aber, das große Aber jetzt dabei, wenn du über einen längeren Zeitraum viel zu viel Kohlenhydrate isst, nicht die richtigen Eiweiße isst, zu wenig Eiweiße, falsche Eiweiße oder. Das heißt, wenn die Ausgangssubstanz von dem L-Tyrosin, ist nicht überwechseln mit dem Medikament, fehlt, dann kann der Körper vielleicht auch wiederum das Tyrosin zu wenig bilden. Und die Bildung von dem L-Tyrosin, die braucht letztendlich auch wiederum andere Nährstoffe. Da haben wir Vitamin B6, da haben wir Vitamin C, da haben wir Eisen, da haben wir auch verschiedene Mineralien. Magnesium ist auch da wieder beteiligt. Und das ganze System ist letztendlich ganz komplex und braucht viele Mikronährstoffe. Deswegen sage ich immer, wenn du auf deine Ernährung achtest, achte darauf, möglichst viel Mikronährstoffe in deinen Körper reinzubekommen. Achte auch darauf, möglichst viel Eiweiße in deinen Körper reinzubekommen. Verschiedene Eiweiße, verschiedene Aminosäuren können das Tyrosin bilden. Und jetzt kannst du dir auch schon vorstellen, das Tyrosin hier ist wichtig, Cholesterin ist wichtig. Jetzt geht die Schulmedizin ganz gerne her und verschreibt dir wegen hoher Cholesterinspiegel möglicherweise Statine, also Cholesterinsenker, die hier Cholesterin drücken. Hier fehlt dann die Ausgangssubstanz. Das heißt, da fehlt dann wiederum das Q10, weil das nicht optimal gebildet werden kann. Das heißt, du drückst damit oder kämpfst damit aktiv gegen Cholesterin an, senkst damit letztendlich indirekt deinen Energiespiegel, deinen Energiehaushalt. Dadurch hast du vielleicht wieder weniger Lust, dich zu bewegen, da fehlt dann die Energie. Schlappheit, Müdigkeit, Trägheit kommt allein dadurch schon, dass du diese Statine nimmst. Und dann kommt vielleicht noch die Ernährung dazu. Müdigkeit ist auch immer ein Faktor, dass du, ich sag mal, ernährungsmäßig mehr energiereiche Nahrung zu dir nehmen möchtest. Da haben wir die Kohlenhydrate und die Fette. Eiweiße ist dann was, das nimmst du dann unbewusst ungern zu. Das heißt, da musst du dich, solltest du dich aktiv dazu bemühen, die richtigen Eiweiße reinzupacken. Das heißt, hier ungefähr Minimum 1 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht ist meine Empfehlung. An sportlich aktiven Tagen oder generell aktive Tage empfehle ich da deutlich mehr zu essen, so 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Denk immer dran, Kohlenhydrate sind nicht essentiell, der Körper braucht sie nicht unbedingt, deswegen kannst du die theoretisch auf ein Minimum runterfahren. Würde ich immer individuell machen, aber achte darauf, dass dieses ganze Zusammenspiel her passt. Wenn dir das Q10 möglicherweise fehlt, wenn dir Energie fehlt, kommt ja hier hinten das Tyrosin noch dazu. Wenn da zu wenig Tyrosin da ist, zu wenig von diesen Antriebshormonen produziert werden, kommt der nächste Faktor, der dich müde macht, der dich schlapp macht, weil dir einfach der Antrieb fehlt. Und hier über den Stoffwechselprozess zur Schilddrüse haben wir dann wieder den Zwischenschritt, Schilddrüse reguliert und steuert ja den ganzen Energieprozess im Körper. Das heißt, die Bildung von T3, T4 von den Schilddrüsenhormonen wird erschwert, weil eben Tyrosin möglicherweise fehlt. Und dann haben wir drei Faktoren, die dazu führen, dass vermehrt Müdigkeit, Schlappheit, Trägheit auftritt und du im Alltag vielleicht dann einfach antriebslos durch die Welt schlepperst. Okay, meine Empfehlung ist für dich, was kannst du tun? Neben Cholesterin, Tyrosin im Auge zu behalten, da haben wir natürlich das Thema Ernährung ganz oben. Du kannst Q10-Spiegel messen lassen. Das ist eine Privatleistung beim Hausarzt. Kostet, glaube ich, schon ein paar Euro, das Ganze messen zu lassen. Empfehle ich immer, das mit großem Blutbild gleich mitmessen zu lassen. Es gibt auch verschiedene Heimtests, wo dieser Q10-Spiegel gemessen wird. Das sollte über 2,5 Milligramm sein. Wenn das nicht der Fall ist, lässt sich das auch wieder gezielt supplementieren hier. Und gerade denk dran, wenn du hier Statine nimmst, Cholesterin, macht es sehr wahrscheinlich Sinn, dass du Q10 als Mikronährstoff gezielt dazu supplementierst. Ansonsten das Thema Tyrosin, Schilddrüse ist natürlich noch ganz, ganz viele andere Stoffwechselprozesse, die damit beteiligt sind.
Da habe ich ja andere Videos schon dazu veröffentlicht, wo das ganze System auch nochmal im Detail beschrieben ist. Heute Q10, Energie, Schilddrüse. Schau es dir an. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Mehrwert liefern für das Thema Q10, messen, testen, wissen und dann entsprechend handeln ist immer die Basis. Und dieser Test, wie gesagt, ist relativ einfach und günstig durchzuführen. Dann weißt du, wo du stehst, ob du mindestens 2,5 Milligramm im Körper drin hast. Und wenn ich dir dabei helfen kann, das ganze System zu analysieren, zu schauen, wo deine Probleme sind, lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da und wenn du möchtest, lass uns zweimal unverbindlich miteinander quatschen. Wir können in einer Session einfach mal schauen, was kann ich für dich tun, wo stehst du, wo sind genau deine Probleme, die Ursachen deiner Probleme. Und sicher dir auf jeden Fall auch gleich den kostenlosen Schilddrüsen-Videokurs. Du findest alle Infos unten in den Kommentaren drin, beziehungsweise direkt unter dem Video. Darfst du natürlich auch gerne teilen. Ich freue mich auch immer über Kommentare, über Likes, über Teilen. Und danke dir fürs Reinschauen, für deine Zeit und hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Und bis bald, dein Coach Thorsten.